adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs, was geht ab? Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video auf Foodlovers. Heute mal wieder Freitag, heute mal wieder eine neue Promo. Ja, oder auch nicht. Wir gehen rein in FIFA. Ich brauche jetzt hier auch gar keine schlechten Witze zu Beginn dieses Videos machen, weil den einzigsten schlechten Witz an diesem Freitagabend hat heute mal wieder EA Sports gebracht. Jupp, heute ist eigentlich Food Birthday. Die letzten 10 Jahre kam auch immer was zu Food Birthday. Dieses Jahr hat die EA Sports sich einfach mal so gedacht, wir sind ja gerade alle so krass beschäftigt und generell brauchen wir auch jetzt gar nichts, was uns ablenkt und generell, ja, sitzen wir jetzt eh nicht zu Hause fest und würden dann gerne einfach mal ein gutes FIFA spielen. Nee, also heute machen wir einfach mal gar nichts, ja. Also, ich, sorry, falls ich ein bisschen unfreundlich in diesem Video gerade rüberkomme, aber Digga, was macht EA Sports? Ist wirklich, ich wollte eigentlich gerade ganz normal in dieses Video gehen, eine normale Begrüßung machen, aber mich kotzt es einfach an. Kein Event, Jungs. Die bringen die letzten 15 Jahre immer, die letzten 11 Jahre, ist glaube ich der 11. Geburtstag von Food, einfach ein geiles Event zu Food Birthday. Ja, ein Food Birthday Event, wo ich sagen würde, das ist jährlich eines meiner Lieblingsevents, einfach weil es interessant war. Klar, wir hatten dieses Jahr Shapeshifter, okay. Aber dieses Jahr, die machen einfach nichts, ja. Wir haben heute eine neue SBC, die werden wir uns ganz in Ruhe anschauen, nachdem wir uns mal beruhigt haben hier, die Icon SBC. Ich werde meinen Senf dazu geben, ich werde sagen, lohnt sich die, ich werde euch zeigen, wen wir ziehen können, ich werde euch sagen, was ihr damit tun sollt. Auf jeden Fall erstmal hier, ich kann dieses Video nicht anders starten, außer zu sagen, EA Sports, Alter, es ist Freitag. Ich meine, viele haben sich beschwert, dass ihr keine Promos, zu viele Promos gebracht habt, ja. Ich war noch nie so der Mann. Lieber einfach komplett durchpowern die Promos und wenn, dann setze ich selber mal persönlich eine aus. Ja, jetzt gibt es 2 Wochen keine Promo. Wir gucken mal hier rein, falls ihr das noch übersehen habt. Falls ihr euch für dieses Ikonentrikot da unten interessiert, müsst ihr 20 Spiele spielen. Kann sein, dass ihr euch das interessiert. Ich feiere es gerade. Also guck mal, was die für Angebote hier rausgelassen haben. Junge, Junge, ey. Nicht mal eine Trikot-SBC. Keine Ahnung, vielleicht kommt Food Birthday ja auch irgendwie nächstes Jahr wieder. Oder keine Ahnung, in 5 Wochen, wenn alles wieder normal ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht hat EA Sports auch Probleme. Da will ich mich wirklich enthalten hier bei diesen Spekulationen. Aber wir haben eine neue SBC. Und ich finde es traurig, dass Food Birthday nicht stattfindet. Um das mal zusammenfassen. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier eine neue SBC, Jungs. Das ist die einzige SBC, die heute gekommen ist. Das ist nämlich das mittlere Icon-Pack, ja. An sich erstmal so, habe ich schon seit Wochen darauf gewartet. Ich habe jetzt auch gestern mein Investment verkauft. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Aber das ist nicht schlimm. Mittleres Icon-Pack ist gekommen. Da sind natürlich die Mid-Icons drin. Wir haben eine 85er-Bewertung, eine 85er-Bewertung jeweils mit Inform und eine 88er-Bewertung. Ich werde gleich auf den Preis und so weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall gibt es natürlich erstmal den Fact, ja, wir hatten schon ein Prime-Icon-Pack jetzt gratis in den Swaps. Das ist natürlich irgendwie so ein fader Beigeschmack, weil man denkt sich so, Digga, ich hatte doch gerade ein Prime-Icon-Pack. Warum gibt ihr mir jetzt nicht ein Prime-Icon-Pack? Es gab noch keine Mid-Icon-SPC. Von dem her sage ich, es ist okay. Aber ich glaube, keiner wäre EA Sports böse gewesen, wenn sie jetzt einfach das Prime-Icon-Pack rausgeballert hätten und dann in 2 oder 3 Monaten einfach ein Prime-Icon-Moments-Pack. So, hat irgendjemand von euch da draußen ein Problem damit? Also ich persönlich jetzt eher weniger. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gestört hätte, wenn wir heute einfach einen Prime-Icon-Pack bekommen hätten. Ja, das mit den Swaps, okay, okay, vielleicht verstehe ich das ja. Ist ja auch in Ordnung. Ich weiß auch nicht, heute wird das irgendwie kein normales Video. Mittleres Icon-Pack. Wir wollten darauf eingehen. Ich habe euch hier mal eine Übersicht erstellt, die habe ich schon vorproduziert, weil ich dachte irgendwie so nach ein paar Wochen, irgendwie kommt ja irgendwann das Icon-Pack. Das muss ja irgendwie kommen. Also habe ich das hier erstellt. Wir gucken einmal kurz rein. Ihr seht das hier wahrscheinlich jetzt eingeblendet. Wir haben natürlich schon geile Karten. Ja, ihr könnt euch hier ganz in Ruhe einfach mal das Ding pausieren. Screenshot habe ich auch auf Instagram gepostet. Könnt ihr euch dort speichern. Ja, ihr seht das hier, Pelé, Maradona, Ronaldo, Zidane. Ich muss sagen, Mid-Icons sind an sich einfach in vielen Optionen und ihr könnt mir da gerne widersprechen in den Kommentaren. Könnt auch gerne mal eure Lieblings-Icon hier kommentieren. Ich finde, eine Prime-Icon unterscheidet sich nicht mehr sehr von den mittleren Icons. Also mittlere Icon und Prime-Icon unterscheiden sich kaum. Maldini zum Beispiel, klar, die sind irgendwie immer so ein Tick besser, aber ich muss schon sagen, so die Baby-Icons sind meistens entweder komplett OP, wie bei Del Piero oder so, aber die meisten Fälle, zum Beispiel ein Stolz, Deutschkopf, ein Maradona, ein Hullet. Da ist, sag ich mal, der Unterschied von der Baby zur Mittel-Icon sehr, sehr groß, aber von der Mittel-Icon zur Prime-Icon, finde ich, ist nicht mehr so krass. Also wenn ich jetzt einen Hullet ziehen würde, einen R9 oder sonst irgendwen, das ist, guck mal, Hullet, bestes Beispiel, Baby-Icon ist für mich scheiße, in meinen Augen ist die scheiße. Mittlere Icon und Prime-Icon würde ich nicht mal einen großen Unterschied merken. Klar, aber schon, also ich meine, ich würde mich genauso über den 90er Hullet freuen, wie über den 93er oder was auch immer das für ein Rating ist. Also, ich sag's mal so, wenn wir einen Hullet im Prime-Icon-Pack oder Mid-Icon-Pack ziehen, das ist wirklich nicht wirklich
keinen Unterschied, ja. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Vielleicht denkt der ein oder andere ja genauso wie ich. Auf jeden Fall muss man das schon mal dem Pack zugutehalten, ja. Also wir haben da echt kranke Karten drin. Wir haben, wie gesagt, Maradona, Pelé und so weiter, Eusebio, das sind alles Karten, die kannst du einfach krank geil spielen, ja. Und die spielen sich wahrscheinlich auch fast so wie die Prime Vikings, ja. Jetzt kommt es natürlich noch drauf an, was kostet denn der Lachs, ja. Weil das ist immer ganz schwierig. Manche von euch haben das im Verein so, ist okay, aber die kann man ja, glaube ich, öfters machen, oder? Ich hoffe, dass man die jetzt öfters machen kann. Kann man wieder öfters machen, ja. Ich gucke einmal kurz nach, Jungs. Okay, Jungs, Foodbin sagt, was sagt Foodbin? 500k, ja, ich lieg da ganz richtig mit meiner Schätzung. Foodbin kostet, sagt so 500k. Wir rechnen einfach mal ganz, ganz grob mit 500k. Wenn es morgen 550 oder übermorgen vielleicht auch 450 kostet, das kann man nicht wissen. Aber das ist auch wirklich kein Unterschied. Wir schauen uns die grob an, lohnt die sich oder nicht. Und wie kann man das am besten vergleichen? Indem man einfach mal schaut, welche Ikonen kosten überhaupt mehr und welche kosten weniger. Wir gehen da einmal in eine neue Übersicht rein. Moment kurz. So, und zwar sind wir hier bei Foodbin drin. Wer die Seite noch nicht kennt, absolut beste FIFA-Seite, um Preise zum Beispiel nachzuschauen. Wir haben hier einfach mal... Wir sind jetzt hier auf der PlayStation, Xbox wird sich ähnlich verhalten, die Preise jeder Mittel-Icon ausgewählt, ja. Wir sehen natürlich hier Top-Tier-Icons wie Ronaldo, Hulit, Pelé und so weiter, kosten alle über 3 Millionen, 7 Millionen sogar für Ronaldo, ist natürlich heftig, ja. Aber wir müssen natürlich auch schauen, so die SBC kostet 500k, gehen wir mal hier ein bisschen weiter runter und wir sind hier wahrscheinlich bei der ersten Seite schon. Also ich sag mal, bei der ersten Seite sind wir hier schon, ich glaube das sind jetzt, ich weiß nicht wie viele Ikonen, das sind 30 Stück oder so. Ich glaube, das sind 30 Stück. 30 auf dieser Seite, jopp. Das heißt, nach 30 Ikonen sind wir bei einem Preis von 550. Das heißt, die ersten 30 Ikonen hier, sag mal ab Figo, Kaká, Stoichkov und so weiter, das sind alles Ikonen, die könnt ihr euch nicht kaufen, wenn ihr das Pack komplett zahlt. Also die kosten über 500k. Das heißt, ab da würde sich quasi das Pack lohnen. Wir haben natürlich hier Top-Tier-Icons. Wie viel sind das? Ja, so um die 10 ungefähr, die über 1 Million kosten. Das, sage ich mal, ist Jackpot, ja. Insgesamt gibt es 90 Icons. Plus, minus 1, ich weiß gar nicht, kamen ja ein paar neue dazu. Also 90 Icons rechnen wir einfach mal und ich sag mal so, ein Neuntel davon, die ersten 10 hier, lohnen sich auf jeden Fall krank, weil da hast du, wie gesagt, 1 Million. Dann sind wir hier unten angekommen, nach 30 Ikonen kostet es ungefähr 500k, also plus, minus 0. Dann haben wir hier noch ein paar Icons, die kosten um die 500 und ich sag mal, eigentlich komplett 60 Ikonen. 60 Ikonen, ja, ich hoffe mal, ich habe mich jetzt hier nicht verzählt oder so. Aber 60 Ikonen, wir gehen hier noch auf die dritte Seite, kostet unter 500k. Und gerade mal, ihr seht das ja hier, die letzten 30 Ikonen kosten nicht mal 300k. Die kosten nicht mal die Hälfte. Und ihr müsst euch denken, das ist ein Untrade-Pack. Ihr kennt das ja alle. Also ich muss schon sagen, guck mal, die ersten 30 lohnen sich. Die letzten 30, da denkst du dir, Digga, du hättest die Ikone zwei, teilweise sogar drei, viermal kaufen können für den Preis, wo du gerade die Untrade-SBC abgeschlossen hast. Ist schwierig, ihr könnt selber euch eure Meinung bilden, das ist mir immer ganz, ganz wichtig in meinen Videos, Jungs, macht euch selber ein Bild davon, ich zeige euch einfach die Facts und das sind eben die Preise hier, ich denke, die werden eventuell noch ein kleines bisschen droppen, jetzt wo die SBC draußen ist, aber ihr seht das hier, ich sag mal so 60 von 90 Ikonen lohnen sich auf keinen Fall und die ersten 30 sind dann ganz okay, ja, also ich sag mal, bei den ersten 30 kann sich das Ganze lohnen und 10 von den 90 Ikonen sind, wie gesagt, einfach top. Wir gehen nochmal rein hier in diesen Screen hier, dann heißt es natürlich, lohnt sich das oder nicht. Natürlich ist das ganze Ikonenspiel hier, ja, das ist reine Glückssache. Aber wer jetzt mein Ikonen-Pack gesehen hat, wer meine Streams verfolgt hat, ich habe ja auch das Best-of hochgeladen von euren Packs, wer vielleicht auch mal so generell andere Streamer mit mehr Packs noch angeschaut hat, aber wenn ihr das mal gesehen habt, ey, also ich das Prime-Icon-Pack, ich kenne wirklich keinen meiner Real-Life-Kollegen, hat irgendwas Gutes gezogen, ne? Klar, auf Social Media siehst du irgendwie immer den einen, der dann Pelé gezogen hat, aber es ist so selten gewesen. Ihr müsst euch das wirklich gut überlegen. Ich persönlich habe ja auch das Prime-Icon-Pack gemacht und ich sage jetzt danach an alle, die Spots noch nicht abgeschlossen haben, Digga, macht das Pack nicht. Das ist so unwahrscheinlich, dass ihr da irgendwas Brauchbares zieht und das habt ihr for free bekommen. Ihr müsst euch überlegen, ihr bekommt jetzt eine SBC, da zahlt ihr 500.000. Ihr macht eine komplette Million ist weg. Ihr macht 1,5 Millionen. Ihr könnt selber rechnen, aber das sind schon ganz schön viele Coins, die da ganz, ganz schnell weggehen. Mein Tipp hier allgemein, um das Ganze vielleicht mal zusammenzufassen, ja. Wenn ihr Untrade-Spieler im Verein habt, dann sag ich euch, okay Jungs, es ist eh ein FIFA, ihr müsst doch Spaß daran haben und ein Icon-Pack zu ziehen macht mega Spaß. Ja, zumindest dann, bis ihr die Flagge seht oder spätestens die Position. Oder ganz spätestens vielleicht das Bild, wenn ihr jetzt an Rivaldo denkt. Aber auf jeden Fall, das macht natürlich Spaß. Und wenn ihr Untrade-Spieler habt, würde ich sagen, ballert die rein. Ich habe auch noch ein paar, ich werde wahrscheinlich auch eins machen. An der Stelle morgen früh streamen wir, 10.30 Uhr. Checkt auf jeden Fall diesen Kanal hier ab. Wir werden live streamen, werden wir das Pack auf jeden Fall hier ziehen. Ja, ich als YouTuber mache das auf jeden Fall. Ich zeige euch das, könnt ihr euch anschauen. Aber wenn ihr keine Untrades habt,
dann würde ich euch sagen, das ist nicht unbedingt die beste SBC. Das ist reine Glückssache und ich sag's euch, in den meisten Fällen werdet ihr mit Verlust rausgehen. Gerade wenn ihr nur eins davon abschließen mit, ich glaube nicht, dass sich das bei dem Großteil von euch lohnt. Ich würde euch abraten davon, wenn ihr Untrade-Spieler habt und Bock darauf habt, wenn ihr vielleicht sagt, FIFA ist mir sowieso egal, irgendwie könnt ihr das natürlich machen. Aber jetzt rein, wenn ihr das mal ganz nüchtern betrachtet und denkt, so lohnt sich das, dann lohnt sich das nicht. Ja, da kann ich euch auch nichts anderes sagen und es hilft mir jetzt auch nicht, wenn ich euch irgendwie da sag, okay, Digga, macht die hier, das lohnt sich, was weiß ich, nee, kann ich euch nicht sagen. Und ich würde sagen, wir brauchen dieses Video auch nicht unnötig in die Länge strecken, ja. Wir haben auf jeden Fall ein paar Packs vorbereitet für morgen früh. Wenn ihr das Video an einem Freitag seht, morgen 10.30 Uhr, YouTube spackt gerade komplett. Es werden teilweise meinen Abonnenten meine Videos nicht mehr angezeigt, meine Livestreams vor allem. Es haben selbst viele kleine YouTuber gerade das Problem. Also aktiviert die Glocke oder stellt euch irgendwie, ja, folgt mir auf Instagram und passt einfach auf. Also ich werde auf jeden Fall morgen 10.30 Uhr streamen. Sollte ich nicht irgendwie krank werden oder so, dann könnt ihr auf meinem Kanal das Video suchen. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht in eurer Abo-Box angezeigt bekommen, was ich extrem schade finde. Wir haben auf jeden Fall einige Packs, die wir öffnen werden, auch wenn jetzt kein Special Event da ist. Das werden wir auf jeden Fall durchziehen morgen und auf jeden Fall das Mid-Icon-Pack Minimum einmal abschließen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, Freunde. Ich habe euch meine Meinung dazu gesagt. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Food Burst nicht da ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, hättet ihr Food Burst gerne gesehen? Ich muss schon sagen, ich hätte es sehr, sehr gerne gesehen. Und an der Stelle bin ich dann auf jeden Fall raus aus dem Video, Jungs. Danke für den Support bis hierher auf jeden Fall. Lasst gerne einen Daumen auf diesem Video da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen im Stream. Ich bin raus und ciao.